Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Uncharted The Lost Legacy. Schwingen! Moment mal, von da kommen wir doch, oder? Aber da oben waren wir noch nicht. Dann mal los, hier geht's lang. Da geht's lang. Na komm, hau dich fest, das war ein bisschen... Ist okay. Diesmal habe ich wirklich die richtige Taste gedrückt. Diesmal wollte sie einfach nicht. Hat wohl keinen Bock mehr. Es wird immer beeindruckender. Ich meine, die lila Blumen wirken schon auch ziemlich gut hier. Die sind wahrscheinlich neu. Die gab's, diese Bewaldung hier gab's wahrscheinlich damals noch nicht, als die Stadt neu war. Verdammt, der Eingang wurde gesprengt. Das muss die Explosion gewesen sein. Es muss einen anderen Weg geben. War bestimmt auch ohne Begrünung eindrucksvoll, aber so ist es schon auch sehr cool. Das macht Naughty Dog einfach echt gut und wahrscheinlich auch gerne, so wie es aussieht. Das, egal ob The Last of Us oder Uncharted, das ist einfach immer schön, diese Ruinen, diese überwachsenen Ruinen, das machen die echt sehr schön. Die haben da ein schönes Gespür dafür. Hier drin, Nadine. So, hier noch ein Pflänzchen. Lecker. Und da noch eine lila Blume. Und dann sieht das immer echt schön aus und toll. Okay, Achtung. Leise Stealth-Granate. Die Stadt ist groß. Es muss noch einen Weg geben. War ich das etwa? Nee, das war gescriptet bestimmt. Oder ein Brunnen. Vielleicht beides. Ich würde sagen, wir tauchen mal und schauen nach. Hier. Ich weiß nicht mehr, wie tauchen geht. Ah ja. Ja, wo tauchen sie denn? Le Reservoir. Ah, sieh mal, die Königin und ihre Zofen. Das war wohl das königliche Bad. Zur Abwechslung mal Statuen von Frauen. Sexy Zofen. Dabei waren die Frauen bei den Hoysala eine wichtige Rolle. Vor allem die Königinnen. Kein Wunder, wenn die Könige und Männer ständig irgendwo kämpfen. Sie kümmerten sich auch um die schönen Künste. Poesie, Musik und sowas. Belur gehörte sozusagen ihnen. Was um Himmels Willen ist das? Was ist das? Alte Kanada-Schriften. Sieht nach Strophen aus. Könnten Gedichte sein. Ist das eine Bibliothek? Sieht so aus. Sieht wie eine Trommel aus. Das ist eine Trommel. Sie bewahren hier alles Mögliche auf. Warum ist das alles noch so super erhalten? Wow. Wir müssen ins Horn pusten und dann... Erschüttert alles und ein Tor öffnet sich. Nur leider kann ich nicht damit interagieren irgendwie. Jetzt, da war kurz das Dreieck. Okay. Sieh dir das an. Unglaublich. Das ist ein Altar oder sowas. Die Könige müssen viel für ihr Volk erduldet haben. Sie haben nicht nur den Stoßzahn beschützt. Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit, aber ich glaube, die lagen falsch. Er war ein Symbol ihres Volks, ihrer Kultur. Er war ein Symbol ihrer selbst. Hey, wozu sind die? Thank you.
Mein Dad war hier. Das ist wirklich was Großes. Wieso hat der dumme Mistkerl mir nichts erzählt? Du hast es selbst gesagt. Er wollte, dass du sicher bist. Asaf darf den Stoßzahn nicht bekommen. Nein. Auf keinen Fall. Danke. Dank mir, wenn wir hier lebend rauskommen. Gutes Argument. Das ist Ganesha nicht. Oh. Gut, dass ich das dabei habe. Ist das jetzt schon der Stoßzahn oder ist das ein Replikat? Eine Statue vom Stoßzahn? Ja, hier durch. Oh. Umwerfend. Noch ein Foto. So viele Fotostellen zurzeit, oder? Niemand kann sie sehen. Aber wie kommen wir da hin? Ganz einfach. Wir springen erstmal ins Wasser. Schritt Nummer 1. Komm schon. Es ist tief genug. Schritt Nummer 2 weiß ich noch nicht. Tauchen wir wahrscheinlich da durch, oder? Oder schwimmen einfach durch. Oder doch tauchen. Also das sah eigentlich so aus, als, oder? Hätte man da durchgekonnt. Aber gut. Ich hoffe, Nadine kommt nach. Aber wir ersticken gleich. Okay. Ah, da ist sie. Na dann. Okay. Da drüben war auch eine Kletterwand. Ich weiß gar nicht genau, warum. Muss ich da nochmal wahrscheinlich jetzt so hier... Ja, genau. Ach so. Nee. Ach so. Deswegen. Okay. Danke fürs Vorgehen. Gern geschehen. Und noch ein Foto. Hey, alles okay? Tut mir leid, ich bin gerade nicht ganz bei der Sache, aber... Hey! Nadine Ross! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Jetzt wieder bei der Sache? Luke Scheißer! Na super. Jetzt muss ich den Eingang wieder finden. Kann ich nicht von hier vielleicht schon darüber springen? Das wäre cool. Nee, das geht glaube ich nicht. Na gut. Lassen die einem das einfach zweimal klettern, nur weil man ein Foto gemacht hat? Unverschämtheit. So, ist jetzt schon vorgegangen. Jetzt passiert bestimmt was, oder? Sie ist bestimmt in Gefahr, oder? Sie steht einfach da und wartet. Okay. Dann ist das wohl wirklich nur so ein kleiner zwischenmenschlicher Moment. Oh Gott, so enge... Oh, da kriege ich ein bisschen Platzangst. Was für eine hübsche Stadt.
Noch ein Foto. Apropos, ist das eigentlich wasserdichtes Ding? Anscheinend. Cool. Ich finde es immer schön, wie unter Wasser alles heller ist wie über Wasser. Das okay. Immer mit der Ruhe. Oh Gott. Was? Oh Gott, das ist echt schlimm. Ich hasse das. Das gäbe ich nicht für ein Handtuch. Okay. Mein Gott. Siehst du das? Weißt du, im Moment fehlen mir die Worte. Heilige Scheiße. Das trifft's. Was ist das für ein Ort? Ein Thronsaal? Das Versteck für einen prachtvollen Stoßzahn? Hoffen wir's. Da gehen Treppen hoch. Sind aber ziemlich kaputt. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Ich sehe überhaupt keine Treppen. Mir fällt gerade was auf. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Dass wir die Scheibe bald brauchen? Ganz genau. Tja, dann müssen wir wohl Asaf finden. Kann man da irgendwas machen? Geht's da hoch? Mal sehen. Hä? Wie? Doch, oder wie? Nee. So mit Spagat und so, nee, nicht? Na gut. Ich dachte, die könnten das vielleicht so einspreizen und so. Das, so mit dem Rücken aneinander vielleicht auch. Aber nee, scheinbar nicht. Das sieht doch wie eine Treppe aus, wie eine Leiter. Meine ich. Das ist doch schon mal gut. Level 1. Hier drüben, Nadine. Alles klar? Yeah! Ist das alles hier Gold? Oder ist das nur vergoldet? Schon besser aus. Ich sehe noch mehr Kurbeln hier in der Kammer. Nein, ich versuch's zumindest. Okay. Die Hand bewegt sich. Etwas genauer. Rechte Hand. Untere. Rechte Hand. Hä, sie sieht's doch. An der Größe der Statue, aber fällt jetzt erst die Königskugel im Schiefershals. Okay, und jetzt? Da muss mehr dahinter stecken. Wir müssen es nur herausfinden. Das ist ein Wasserrätsel oder sowas, offensichtlich. Okay. Na komm, fallen lassen. Okay. Ah, da vorne ist noch eine Kurbel. Die Dialoge sind schon schön, oder? Okay, ich sollte mich beeilen. Oh, ich hasse so Zeitsachen. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh, super Vorschlag. Naja. Meine Hose zerstört. Wow. Ich kann von hier mein Haus sehen. Au. Wow, mit Turbo Boost. Das finde ich immer so witzig beim Schwingen, diese super Turbo Boosts, die man plötzlich aus dem Nichts kriegt. Ah ja, aktivieren wir die erste Wasserfontäne oder so. Bin gleich unten. Ups, ups. Ah, echt rutschig.
Ich weiß nicht, wo ich hinspringe. Gut gemacht. Danke. Sieht auch verdächtig aus, das Loch da oben. So, wohin jetzt? Können wir hier hochklettern? Ja. Hier müssten doch wohl noch zwei Kurbeln sein, normalerweise. Ah. Kommen wir da rüber? Ja. Ja, ist die richtige Antwort. Ich weiß nicht, warum ich muss Treppen einfach so steigen. Ich habe das Gefühl, es geht schneller. Aber wahrscheinlich stimmt's nicht. Nadine, was machen wir jetzt? Habt ihr gesehen, wie unser Hauptcharakter der Ding gerade so weggeschubst hat? Voll unhöflich. Aha, dann mal los. Okay, ich nehme die hier. Ich hole Shivas Trommel runter. Oh, das ist die mit dem Dreizack. Dann mal los. Okay. Na los, spring zur Trommel. Ich dachte, es wäre eine Sanduhr. Es ist eine sanduhrförmige Trommel. Oh, Scheiße, es geht los. Festhalten. Na dann. Und das ist so gedacht. Hat sich das der Architekt wirklich so ausgedacht? Musste da früher jeder genauso rumklettern? Und jetzt drehen wir das Wasser auf dieser Seite auf. Alles klar. Jetzt läuft auf beiden Seiten Wasser runter. Hey. Oh. Wollen wir? Okay, Leute. Hier machen wir jetzt dann beim nächsten Mal weiter und dann schauen wir mal. Wahrscheinlich treffen wir jetzt wieder auf den Oberschurken, weil immerhin hat der den Schlüssel von uns geklaut, den wir brauchen. Und wir sind nahe am Schatz, glaube ich. Macht's gut. Bis dann. Ciao.